So, du möchtest also H5P benutzen, hast aber keinen Server für das Web oder du willst auch gar keinen Server, weil du Sachen irgendwie lokal auf Rechner benutzen willst. Dann gibt es zwar keine offizielle Lösung vom H5P-Kernteam, aber es gibt eine Software, die von ein paar deutschen Lehrern entwickelt wurde und entwickelt wird, die ist noch nicht fertig. Die kann ich dir aber schon kurz zeigen. Die Software heißt Lumi und ich springe da mal direkt rüber. So sieht die aus. Gibt es für Windows, gibt es für das macOS, gibt es auch für Linux, das ist halt auf dem Linux. Und bringt quasi H5P auf den Desktop. Also ist dann nicht mehr im Netz, sondern man muss jetzt hier die Dateien irgendwo haben. Also dann könnte ich mir, wenn ich eine Datei hätte, könnte ich hier draufklicken und könnte mir die jetzt ja, laden und angucken. Habe ich jetzt nicht. Oder ich kann aber auch hier H5P-Inhalte erstellen. Das heißt, ich klicke hier drauf und jetzt seht ihr, das kennt ihr. Da kann ich hier jetzt sagen, den Inhaltstyp will ich irgendwie erstellen, eine Multiple-Choice-Frage, dann klicke ich da drauf und dann geht das los. Und diese Dateien kann ich natürlich auch speichern und weitergeben und andere können sich die, also nicht nur hier, sondern auch dann irgendwie in einem WordPress oder wo auch immer, wie das bei H5P ist, können sich die dann angucken. Das heißt, als Lehrerin oder Lehrer oder Hochschulmitarbeiter, wie auch immer, erstellt ihr hier Inhalte, nehmt die Dateien, verschickt die an die Leute und die machen die in Lumi auf, ne, wie ich es gerade gezeigt habe. Hier. Laden sich die und gucken sich die an und benutzen die. So funktioniert das. Also eine schöne Alternative ist dann halt nicht im Web, sondern man muss sich halt irgendwie anders behelfen und die Sachen hin und her schicken.